Homestead Miami Speedway, home of the final race of the NASCAR Sprint Cup Series season. To win it all, everything has to go your way. Anything can happen out on the racetrack. But you have to have faith in your ability. No matter what. Incredible driving by Carl Edwards in the 99. You've got to stay strong through the hard times. And you've got to fight for every position. And Carl Edwards is slicing his way through this field. Guys, this car is perfect. Gain the advantage by outthinking your opponents in the pits. Man, that is a great strategy, guys. Edwards takes two tires and comes out right behind Stewart. Great stop. And at the very end, be ready to seize your chance. Here comes Edwards. Tries to go high, but Stewart blocks. This is going to be a close one. Edwards takes it. Carl Edwards is the new NASCAR Sprint Cup Series champion. History can be rewritten. So, und damit hallo und herzlich willkommen jetzt endlich zum Let's Play von NASCAR The Game 2013. Ja, gestern am 24. ist ja das Spiel jetzt auch offiziell rausgekommen, aus der Beta-Phase in die vollständige Version übergegangen. Und da hatte ich ja gesagt, dann machen wir auch ein Let's Play, sobald die Beta rum ist, dann machen wir Let's Play dazu. Und ja, jetzt ist es soweit, wir werden heute die Karriere starten. Das Spiel ist weiterhin bei mir auf Englisch, also ich kann es nicht umstellen in irgendeiner anderen Sprache. Und auch grafiktechnisch kann ich es nicht höher stellen. Es gab kein Update, weswegen das Spiel bei mir performance-technisch besser laufen würde. Ich habe keine Ahnung warum, weil die Hardware dafür habe ich, dass das Spiel auf höchsten Einstellungen ruckefrei laufen müsste. Ich habe auch schon mit Swartier vom P1 Gaming geredet, der hat einen schlechteren Rechner, und bei ihm läuft es perfekt auf höchsten Einstellungen. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Hardware-Teil das Spiel bei mir nicht so ganz harmoniert, aber okay, kann ich leider auch nichts dran machen. Muss ich warten, dass vielleicht mal irgendwo noch ein Update kommt. Aber das soll uns heute auch nicht davon abhalten. Wir werden heute mit der Karriere starten. Lackieren werde ich den Wagen jetzt nicht. Falls wir das für die Karriere da unseren eigenen Wagen lackieren müssen, mache ich das nochmal offscreen. Weil sonst brauchen wir die ganze Folge dafür. Weil wenn wir uns die vernünftigen Wagen erstellen wollen, das dauert ein bisschen. Und dann mache ich da lieber hier so ein Speedpaint vorne und lade das hoch, als dass ich das jetzt hier normal das Paper reinnehme. So, dann gehen wir mal kurz. Was ist unser Auto denn? Achso, das ist unser Wagen, okay, gut. Gut, dann gehen wir mal auf Beginn Career. Und als erstes geht es nach, welche Strecke ist das? Das konnte ich jetzt nicht so schnell lesen, weil das Spiel das einfach mal übersprungen hat. Dankeschön. Ah, Indianapolis. Okay, gut, danke. Welcome to the infield garage, buddy. This is where we prepare the cars before each race. I'd like you to go out on the track and start getting used to how this car handles. Okay, also er möchte, dass wir jetzt ein bisschen mit dem Wagen auf der Strecke fahren und ein bisschen mit dem Ding einfahren. Ich versuche das euch immer ein bisschen zu übersetzen, wer dem Englisch nicht so ganz mächtig ist. Okay, gut, dann wollen wir mal raus. Hau mal die Kiste auf der Strecke. Mal kurz die Sichten durchgucken nochmal. Okay, gut. Na, stimmt, es gibt ja keine Weite von hinten. Oh, there you are. Before we can start the season, we need to get you used to the car and hopefully attract some sponsors. Run a few laps, nothing too crazy. Just get used to how the car handles. Remember, we've got potential sponsors watching. Okay, zwei Runden fahren. Hey buddy, I'm Ty. I'm your spotter. I'm here to help you reach Victor Lane. During the race, I'll be telling you where the other drivers are on the track, how your car's doing, and help you out with some of the pit strategy. All you have to do is concentrate on driving. Now let's get this test session underway. Good luck. Jo, wir müssen nämlich jetzt zwei Runden fahren, weil auch so ein paar Sponsoren mitgucken. There's a few things you'll need to keep an eye on here, buddy. At the bottom of the screen, you'll notice the proximity detector. This will show you when another car is getting very close to you, and it'll help you avoid collisions. Darf ich jetzt auch? Just off to the right, there's your speed indicator, your fuel gauge, and status indicator. If your fuel starts running low, or your damage indicator is turning red, you'll probably want to come in and pit. The tire indicator shows your current tire wear. If your tires get too worn, you should pit and replace them. Darf ich jetzt auch reden? Bitte? Dankeschön. Nee, wir sollen jetzt zwei Runden fahren, weil hier ein paar Sponsoren da sind. Und Sponsoren braucht man ja als NASCAR-Fahrer umso mehr. Wenn ihr mal die typischen NASCAR-Autos gesehen habt, da sind ja die Aufkleber von den Sponsoren so riesig fett drauf, dass du die eigentlich gar nicht mehr sehen kannst. Also,
hier einen guten Sponsor zu haben, ist in der NASCAR schon verdammt wichtig. Dankeschön. Remember that when you apply the accelerator too aggressively, the car can get loose. Don't be afraid to come off the gas and exchange the power for control. Mal kurz gucken, was sind eigentlich für Pfeifen eingestellt, ist gerade die Frage, muss ich ja mal gucken. Isn't always the inside. Try experimenting with taking the high line on different corners. Also es ist wirklich ein Let's Play, mein netter Jeff Gordon nimmt mir alles ab, weil er quatscht mir die ganze Zeit. Müsste Jeff Gordon sein, würde ich jetzt mal schätzen. Ich weiß nicht, ob es der ist, es kann auch ein anderer sein. When you drive directly behind another car, you'll pick up that car's draft. Your car will be faster while you're drafting, which makes a huge difference at the super speedway tracks. Although drafting allows you to go faster, it causes your engine temperature to rise. Stay in the draft too long, and you'll blow your engine. Keep an eye on the engine temperature while drafting, and if it gets too hot, move out into cooler air. Ach so, ach guck mal hier, wir können. If you make a mistake during a race, you can turn back time a short way by pressing the rewind button. You can only do this a limited number of times each race, so use them sparingly. Man kann zurückspulen, kannst du knicken, ich spule dich zurück. Wie scheiße ist das denn? Apply the brakes until it goes away. Ich versuche gleich mal irgendwie die Pause. Ich muss mal kurz mal Pause. Ich muss auch mal quatschen können. Das ist ja der Quasselstripper, der Typ, das ist ja nicht mehr normal. Wir fahren jetzt hier gerade Sponsorin Renault, beziehungsweise für die Sponsoren und erklärt jetzt gerade alle schönen Hinweise, die du eigentlich mittlerweile eigentlich, wenn du genug Rennspiele spielst, wissen solltest. Aber was ich cool finde, dass im Windschatten halt der Motor wetzen kann. Also kannst du heiß werden, was ja auch richtig ist, weil du in der dreckigen Luft fährst. Deswegen finde ich, das finde ich geil. Das ist fett. Das gab ein wenig Spieler, das Teil. Läuft. Gut. So, zwei Runden rum. That's enough for now. Pull it back in the pit lane and let's go over and see what the sponsors think. Nee, wir müssen ja nochmal gucken, was die Fahrhilfen eingestellt sind, was da alles drin ist, weil, weil das Problem ist halt, er hätte gesagt, wenn man zu schnell aufs Gas ging, kommt das Heck schnell mal rum. Ich merke gerade nicht, dass irgendwie hier mein Heck irgendwie mal annähernd kommen würde, wenn ich aufs Gas latsche, volle Kanüle. Da möchte ich schon ein bisschen mehr und ich habe einen Trigger auf im Xbox 360 Controller, da kann man schon ein bisschen Gefühl von mit Gas geben, deswegen hätte ich gerne, dass der Wagen ein bisschen mehr mit dem Arsch kommt, wenn ich da zu schnell bin. Klar, wenn du hier in der Mitte da hier auf diese Kanten kommst, dann dreht sich rum, das ist klar. Aber, das ist auch was anderes. Der tut das jetzt auch mit Pfeifen. So, jetzt machen wir mal, sollen wir da in die Box kommen? Dann kommen wir doch gerne rein. Your pit lane speed indicator shows you the maximum speed you're allowed to drive in pit lane. If you go above that speed, you're gonna get the black flag and be required to come in for a drive-through penalty within 3 laps. If there isn't enough time to complete the penalty, then you'll have the penalty time added on at the end of the race. Na super, also es gibt auch schöne Strafen. The sponsors have provided you with a signing bonus to help you get started. You can earn more credits by finishing races, fulfilling sponsorship requirements and performing well at invitational events. So, ich bin in der Box, dankeschön. Ich wollte schon sagen. Good work out there. I've been watching the way you drive, and I think this setup and these assists are going to suit your style. You're the one driving, partner. You can change them to whatever you want. Ja. Hier, da haben sie aber wirklich echt so gesagt, ja, ich brauche ein mehr hecklastiges Auto. ABS, Traktionskontrolle aus, alles aus, wir brauchen das nichts. Aber erst lassen wir ruhig an, das ist schadet nicht. Störungsassist. Nochmal hier, vielleicht auf 2. Ich weiß nicht, was heißt Steuerungshilfe? Lenkt der da mit oder hilft er mir nur, dass die Karre nicht komplett weggeht? Gar nichts, Digga. Ach, nee, steuert gegen. Machen wir mal einen rein. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wie sehr sich das aufs Fahren auswirkt, in dieser Steuerung, aber mal gucken, müssen wir mal reinschauen. Da bin ich mir halt nicht so ganz sicher, ob mich das stört oder eben nicht. Das ist für mich halt da wichtig. So, die Frage werde ich nicht beantworten, weil ich da eh keine Ahnung habe. Good work out there. The sponsors loved what they saw. This is our first sponsor. They'll pay you credits based on how well you perform in the events. Okay, nächster Sponsor ist Jax. Die geben uns 1775 Credits, wenn wir im Qualifying Top 40 schaffen, im Rennen 1075, wenn wir Top 40 schaffen. Und die Challenge ist 5 saubere Überholungen. So, 5 fünfmal sauber überholen. Gibt auch mal 1900 und das würde dann insgesamt 5650 für jedes Rennen am maximalen Payout geben. Ja, für den Start denke ich mal ganz gut. Wir können ja eh nichts anderes wählen, also müssen wir uns ja damit zufrieden geben. Also, ja. Hey, look! New sponsor stickers have now been added to the car. Wir wollen sie auch möglichst fett aufs Auto draufpacken, ne? Our season is centered around the schedule. You can check out all the planned events and enter the races from here. When you're ready, select schedule and we'll get started.
Ja gut, dann würde ich mal sagen, Schedule. As you can see, each event on the schedule appears on the left. Just select an event to see more details about it. The next event in the schedule is always highlighted in red. You can look back at previous events and view your results, but you can't replay an event once you've left it. Okay, qualified, race day, Daytona ist es, ne? Daytona Speedway, yep. Ja, dann lassen wir uns mal hingehen. Und los geht es. Qualifying, nee, war erst Training, Qualifying, noch irgendwas und zweimal Duell. Ich weiß nicht, was mit Duell gemeint ist. Das wird ja nicht das Rennen sein. Es gibt ja nur ein Rennen, nicht zwei. Deswegen, mal gucken, was sie damit gemeint haben. Sehen wir ja gleich. So, Daytona, erstes Rennen der ersten Saison. Mal gucken, was uns so erwartet. You can set up the race length and game difficulty at the start of each race weekend. Make sure it's what you want though, because once you start the weekend, you can't change it. Lassen wir die Schwierigkeitsgrade auf dem Niveau? Das ist jetzt gerade die Frage, weil ich habe halt immer auf der Schwierigkeitsgrade letzte Zeit gespielt, weil auf Medium gehen die Gegner mir halt echt auf dem Zwirnball echt zu leicht sind. Auf Hard könnte es aber echt knifflig werden, ne? Wir probieren es mal auf Hard. Wenn wir jetzt voll aufs Maul fliegen, dann stellen wir es nächstes Mal halt runter. Dann kriegen wir halt jetzt immer im ersten Rennen halt voll auf Klappe. Kann ja passieren. Lassen wir halt mal so. Practice 5 Minuten, okay. Rennlänge. 3 Runden sind viel zu kurz. Aber 6 Runden, würde ich sagen. Das sind zwar echt verdammt kurze Rennen, ne? Mal 20%, ey. Wir wollen ja schon ein bisschen was haben. Und, warte mal, 20%, also mal 4 müssen. Komm, machen wir mal dreifache Abnutzung. Weil wir wollen ja auch ein paar Boxenstops haben. Weil bei 12 Runden kann es gut sein, dass wir einfach durchbrettern können. Deswegen mache ich mal Reifen und sowas ein bisschen hoch. Machen wir mal auf Dreifahrt, dann nutzen die sich schon sehr, sehr krass ab. Und dann haben wir halt auch mal ein paar Boxenstops. Denke mal, das macht das Ganze spannender. Dann brauchen wir halt keine kompletten Rennen fahren, weil 100% ist dann doch ein bisschen lang. Schwarze Flaggen dazu, ja komm, machen wir. Volle Schaden bitte und los. How you feeling, champ? You ready to go for your first race of the season? Now, before you're ready to start qualifying, it's usually a good idea to go out and get some practice and get used to the track. Ich brauch kein Training. Daytona Duels decide the qualifying nein, for the Great American Race, the Daytona 500. Nein, ich fahr direkt Qualifying, ich brauch kein Rennen, kein Training. Welcome to your first qualifying session. Qualifying is a vital part of the race weekend and can make a huge difference come race day. The better your times are now, the less cars you need to pass in the race. Now get out there and have some fun. Gut, dann machen wir mal los. So, Auslaufrunde. Aber es finde ich cool, dass du das nicht überspringen kannst. Es gibt viele Spiele, wo er sagt, ja, direkt eine schnelle Runde, dass du direkt reinschmeißen. Nein, bei Nesca kannst du es nicht. Du musst fahren. So, finde ich gut. Dann muss ich hier, kann ich einfach hoch? Ich weiß jetzt gar nicht. Probieren wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob wo ich hier die Boxen ausfahre, genau, weil hätte ich jetzt gerade echt mal Training machen sollen. Oder ob ich erst hier hinten raus darf. Das kann ja auch gut sein. Warte mal, wenn wir jetzt auf die Linie machen. Nee. Ich durfte hier schon raus. Weil die Linie geht hier komplett durchgängig, da wäre ich jetzt einmal hier innen komplett gefahren. So, dann wollen wir mal gucken. Habe auch gerade in Karrieremenü gesehen, da gibt es ein Upgrade-Menü. Ich denke mal, da werden wir auch eine Credits brauchen, für Auto oder eben Upgrades. Dass wir den Wagen eben verbessern und sonstigem. Finde ich aber ganz cool, dass man den Wagen dann enorm verbessern müssen kann. Weiß noch nicht, inwiefern das realistisch ist, indem du dein Auto tunst, also dein Nesca-Wagen. Die sind ja eigentlich normal. So. Zwei Runden haben wir Zeit. Pole ist eine 47,56. Gucken, was wir hinkriegen auf schwer. Das heißt, mit First Mouth fliegen komplett hinten starten. Muss ich mal schauen. Ich muss jetzt aufs Beste hoffen. So. Komm schon, ey, wir sind gerade gar nicht mal so langsam unterwegs, würde ich jetzt mal behaupten. Also bis in 40er Zeit wird das trotzdem nicht, oder? Ey, also erste Runde kriegen wir eh noch nicht. One more time, buddy. Gotta try to improve that first lap. 36 so, ja gut. Finde ich schon mal für das erste Rennen gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht direkt der Champion der Besten sein und so, deswegen Schwierigkeitsgrad habe ich auch extra ein bisschen hochgestellt. Damit ich auch ein bisschen was zu tun habe. Ich möchte ja hier nicht unterfordert sein. Ja, das sehe ich da, wenn ich aufs Maul fliege. Nein, wir wollen ja ein bisschen Spannung reinhaben. Und wenn die ganze Zeit vorne wegfährst, ist es langweilig. Ich will ja schön im Feld fahren. So, komm schon.
gucken, was wir jetzt rausholen können. So, Chevrolet, komm schon, jetzt mach was Gutes. Komm schon, komm schon. Okay, good job. Don't worry about it, buddy. Let's get this car ready to race. Ziel aber auf jeden Fall reicht vom Sponsor. 29er geht klar, finde ich. Okay, you're gonna have to fight your way through the pack on race day. But I know you're ready. Ich bin echt sehr zufrieden mit dem Platz, es geht sogar vollkommen klar. Okay, this is your last opportunity before the race to check your setup on the track. Da ich eh nicht viel Ahnung von Setup habe, inwiefern kann ich das denn hier einstellen? Gucken wir doch mal ganz kurz. Ah, guck mal hier, da kannst du. Ups. Gibt's extra Presets schon. Okay, gut. Gut, gut. So, dann machen wir doch mal, würde ich mal sagen. Practice machen wir nicht, weil. Ach, Daytona Duell ist das normale Rennen, so nennen sich die. Okay, gut. Dann hat sich das geklärt, was Duell ist. Nee, du, das Training brauchen wir nicht. Das reicht mir schon. Die Strecke kriege ich auch so hin, hoffe ich doch mal. Ich bin großer Strecken jetzt schon mittlerweile mal gefahren, so privat. The Daytona Duels determine the starting order for the Daytona 500. You'll want to get as good a position as you can on the grid, so give it all you've got out there. It's time to set the starting lineup for the Daytona 500 with a pair of 150-mile qualifying races, the Duel at Daytona. I'm Mike Choi with Darrell Waltrip. Mike, these races are fun because the driver has one responsibility. Don't wreck the car. Go out there, get some information, kind of prepare for the Daytona 500. So go out there, drive smart, and oh, by the way, try to win. This is the opportunity these teams have been working on all winter. It's time to go earn a spot in the Daytona 500 or load up and go home. Ah, okay, ich habe was falsch verstanden. Das, was wir jetzt hier rauskommen, das Ziel ist das Starting Order für die Daytona 500, so ein Special Event. Okay. Das waren 500 Runden, oder waren 500 Runden? Das war viel, ne? Aber es wäre ein bisschen viel. Ah, Leute, bremst da nicht so stark. 500 Meilen oder sowas sind das, glaube ich, ne? Ich meine. Ja, schieb mich an, Junge. Nö. So, Windschatten sind wir. Boah, die kommen aber auch ran, ey. Halleluja, wie die im Windschatten anziehen, Gegner. Wow, shit. Und tschüss. Fuck. Wow. Oh, scheiße. Da gab's den ersten Massencrash. Fuck. Nee, komm, wir bleiben draußen. Wo sind wir denn jetzt? Auf 12 vorgekommen, okay, ja gut. Ja, wagen sie jetzt schon ein bisschen die, das ist aber gut, was soll man machen? Scheiße gelaufen. Nein, die werden plötzlich so... Boah, Leute, die machen aber auch echt eng hier, das ist ja nicht normal. Schieb mich auch mal. Nein, hör auf, Junge! Nein, hör Tschüss. Ja, man darf wirklich nicht zu unruhig werden mit dem Stick, weil sonst wirst du hier direkt weg vom Fenster. Scheiße, mein Axt ist vorne kaputt, ne? Ja, klar. Ich hab vorne Schaden an der Bremse. Ich muss rein, der Reifen eiert sonst. Ah, vorne rechts total am Eiern. Scheiße! Erster Rennen, schon ziemlich viele Unfälle jetzt passiert. Ich hätte gerne. Okay, let's make X. This work. Ja, genau. Nee, X so. Die zwei rechten bitte wechseln, weil da vorne habe ich am meisten abgekriegt. Get ready. Give me nice
smooth stop here, guys. So, Jungs. Ah, gut, das haben sie aus der Beta verbessert. Da hat es auch eingegeben. Wo bin ich denn jetzt? Letzter, ja gut. Na, 21. Da haben sie auch. Ich hab jetzt mal. Ja, hast auch angegeben hier, bla bla bla, nur rechts oder links wechseln und haben nur trotzdem alle vier in der Animation gewechselt. Das haben sie jetzt rausgenommen, Gott sei Dank, weil das hat nämlich Zeit gekostet. Also irgendwie ist mein Wagen auf der Geraden irgendwie selber kraftlos. Grüß mal an! Wohlgemerkt, tritt ich ja voll aufs Gas und solchen. Alter, das ist doch, also das ist ein Witz gerade hier, was jetzt abgeht. Ich lese mal echt auf Medi. Oh Gott, davon knallt's gleich wieder, wenn die so weiterfahren. Aber, genau, ich gebe Vollgas. Ich habe den Trigger voll durchgedrückt, aber soll ich ihn noch machen? Zaubern kann ich noch nicht. Leute! Ich stelle jetzt mal auf Medium, ey. Das Krieg ist voll aufs Maul. Das kann doch nicht sein, wenn ich wegziehe. Guck mal, ich kann ja nichts machen, außer meinen Wagen schneller. Also ich kann ihn auch nicht mehr schneller machen. Ich gebe da Vollgas. Komm schon. So, wir müssen es einkriegen wir hier. Tschüss. Fünfmal sauber überholen, haben wir glaube ich bisher noch nicht geschafft, oder? Komm, den kriegen wir auch noch hier, in Gordon. Au, 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 au. Gott, 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 das wird knapp. Alter Schwede, scheiße! Nein! Ach, fu! Oh, ey, der Wagen ist jetzt aber auch, jetzt ist er wirklich sehr, sehr leicht mit dem Heck rumkommbar. Scheiße. Hast du keine Chance mehr. Ich hab ihn ganz leicht berührt und dann kam der Wagen nur auch plötzlich so leicht auf der Hinterachse. Das war knapp gewesen. Ist kaputt. Wir fallen jetzt durch, ich weiß, mein Motor ist im Arsch, aber was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja jetzt nicht draußen drin rausfahren, ey. Ah, puh. Ja, mein Motor ist gerade im Arsch, das ist das Problem. Ja, das ist jetzt überhaupt nicht mehr gut, was wir jetzt für Schaden am Wagen haben. Das erste Rennen ist jetzt schon mal richtig schön schief gelaufen in der Saison. Ich glaube behaupten. Car inside at your door. We're all torn up, but it's not over yet. Come on in. Okay, let's go get him. Jetzt habe ich gerade gar keine Schnitte mehr auf der Geraden. Scheiße. Ich hätte reinkommen müssen. Ich hätte. Junge, hör auf mich anzuschieben. Leute! Mein Auto ist jetzt total scharf. Ach ja, super. Das ist ja toll. Das ist super gut. Läuft doch, ey. Scheiße. Ah, Restart? Komm, einen Restart probieren wir. Einen Restart gebe ich mir für ein Rennen immer mehr, aber auch maximal. Nee, nicht. Also, jetzt muss es sonst klappen. Jetzt muss es klappen, sonst halt nicht. Schon mal super, erste Rennen total Schaden. Läuft. Okay, man, green, green, green. Dig in, let's dig in. Car outside, at your door. Junge, mach nicht zu! Nein! Boah. Könntet ihr doch mal einfach mal eure scheiß Front von eurem meinem Heck lassen? Das wäre ganz dufte. Mann. Er schießt hier da einfach wieder rein, als wäre da. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Jetzt ist er schuld, dass er sich geht, dass die gelbe Flagge draußen ist. Yo. Ja, eine lange Seile, brauche ich mich nicht drum kümmern. Komm mal weiter. Los geht's. Oh, Leute.
Klar, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der beste Fahrer hier, aber das war jetzt gerade überhaupt nicht mehr meine Schuld, dass er da voll reinsticht, der Depp. Erste Rennen und so viele Unfälle wie andere in der ganzen Rennkarriere nicht, ey. Ich meine, nein, nicht reinkommen, Junge! Weiter geht's. Nein, komm, fang dich. Ich weiß, aber Platz, aber er kann ja nicht einfach reinziehen, wenn er gerade mal so minimal für ein Auto Platz ist. Das passt noch nicht, Kollege. Mensch. You're clear. So, komm, wir müssen wieder vorne auf das Paket aufholen. Wir fahren auch gerade schön Dreier rein, also ich weiß nicht, ob das lange gut geht da vorne, was wir da machen. Nine to go. Ich hoffe es ja nicht. Ja, scheiße, jetzt reihen sich wunderschön ein. Könnt ihr euch nicht mal ein bisschen kloppen? Ja, die Flagge so hat, wäre jetzt duft, dann kann ich jetzt ein bisschen wieder reinkommen. Den letzten hänge ich aber jetzt gerade ganz schön gewaltig ab, den Weiß, ne? Und nach vorne hole ich auf. Ist gut. Das ist immer gut, wenn man nach vorne aufholen kann. So, jetzt räume ich hier gerade mal ein bisschen auf. Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, aber ich jetzt nicht wieder will, hier von der Strecke zu fliegen wegen ein paar Gegnern. Boah, ich bin gerade fast so früh reingezogen. Er hat mir voller mitgegeben, da wäre ich nicht wieder weg gewesen. So, 19. Überhaupt nicht zufrieden damit, nebenbei mal so erwähnt, weil bei 22 kann ich auch mal in die Top 10 kommen. Der Dufte. Man kann sich viel wünschen, ob man es kriegt, ist wieder eine ganz andere Sache, ist das Problem. Hol ich auf? Wie soll ich das mal gucken? Nicht wirklich, ne? Ja doch, ich hole minimal auf, aber es tut sich gerade so wenig da vorne. Die müsste ich ein bisschen mehr kloppen, dass ich da ein bisschen mehr Zeit gut mache. Die müssten Zeit verlieren. Ah, das war gerade vor dem Abdreher, ey. Da war nämlich gerade kurz, ich hab's gemerkt, ist mir weggekommen. Glück gehabt. Pastrana vorne hole ich auf. Sobald die da immer von diesem Pack abreißen lassen, wenn die dann keinen Windschirm mehr kriegen, dann werden die Gegner sehr, sehr langsam plötzlich. Dann kannst du sehr gut aufholen. Müssen sich halt immer von dem Paket trennen. So, komm, Pastrana holen wir auch, den Travis Pastrana. Einer meiner Lieblingsfahrer in der Nesca, also nicht grundsätzlich in der Nesca, aber grundsätzlich einer dieser ganzen Rallycross-Gedönse, da fährt ja, glaube ich, irgendwie alle Motorsport, die es gibt. Möglichst gefährlich muss es sein. Komm, wir sind Runde 7. Wir haben noch 5 Runden vor uns, wir können auch richtig schön noch ein paar Plätze gut machen. Da ist noch alles drin, so ist ja nicht. Wenn wir jetzt keine Scheiße bauen, geht das. Krieg ich den von der nächsten Kurve noch? Komm schon. Den Schatten ansaugen. Ja, es könnte knapp werden. Ich will da jetzt nicht reinstechen, das ist das Problem. Mach ich's außen rum, weil irgendwie das wäre jetzt halt geknallt. Das kann ich jetzt nicht nochmal riskieren, weil ich will jetzt echt die Plätze, die ich jetzt gewinne, auch mal behalten. Klar, wenn ich in Box, jetzt in die Box komme. Ah, vorne rechts, auf der rechten Seite, wenn man Reifen ganz leicht rot. Ich weiß nicht, ob wir in die Boxen müssen oder nicht. Kann halt passieren. So, die trennen sich immer mehr vom Pack, das ist sehr, sehr gut. Wir können jetzt gerade mal richtig schön für die Plätze gerade gut machen. Das läuft. Da kann ich jetzt echt zufrieden mit sein. Aber vorne, jetzt auf der rechten Seite werden meine Reifen langsam rot. Wir müssen mal drauf achten, wie die Gegner in die Box kommen. Ob die überhaupt in die Box kommen. Oh, da vorne hat es gescheppert. Nein, Leute! Aber keine gelbe Flagge gab es, ne? Ist nur an der Leitplanke entlang gefahren, okay. Puh, ich habe schon gedacht, jetzt holen sie die gelbe Flagge raus. Da hätte ich mich jetzt ein Problem mit gehabt, Jungs.
habe ich nämlich gerade so schöne freie Fahrt, keine Gegner nämlich irgendwie überholen oder unter Druck setzen. Das würde ich jetzt gerne behalten. Klar, durch eine gelbe Flagge würde ich jetzt wieder aufholen, aber ich könnte auch wieder Plätze verlieren, wenn die Gegner von hinten kommen. Four to go. Nein, jetzt habe ich ein ganzes Paket vor mir. Gut, ich mache jetzt viele Plätze gut. Es kann natürlich extrem jetzt auch schief gehen, weil die netten Herren sich ja gerade schon gekloppt haben, wie wir gesehen haben im Hintergrund. Windschatten direkt mal rein wieder setzen. Ganz wichtig bei NASCAR, Windschatten ist eigentlich eine der Hauptmöglichkeiten, um zu holen. Die fahren sich gerade so krass auf der Stoßstange. Ich habe echt Schiss, dass sie sich wirklich komplett geschieden. Ich hoffe nur einfach das Beste, dass sie sich ein bisschen zurückhalten. Gut, jetzt kann ich wieder vorbei, dann soll ich egal sein. Oh yeah, hast du das gesehen, diese Runde? Entschuldigung. Ich stelle mir jetzt gerade zum Schwarzen vor, so mit dem Chicken McNuggets S. Scheiße. Ah, vorsichtig. Nein. Fang dich fett. Scheiße. Nee, ich lasse dich nicht vorbei. Kannst du knicken. Ich habe ein Recht dazu, meinen Platz zu behalten. Jetzt muss ich jetzt wieder Speed aufbauen. Ach, ist doch fu. Das finde ich aber gut, dass ich die Pfeifen so eingestellt habe, weil dann musst du halt auch mal wirklich deine Manöver überdenken, weil ein kleines Manöver und du bist schon komplett weg. Junge, hallo! Ja, nö, ist okay, ey, na Penner. Ich will ja nicht in die Box. Da war kein Platz mehr. Ich hatte keinen Platz mehr. Da kam direkt die Mauer. Wo soll ich denn hin? Boah. Das ist doch ein Witz. Ja, ich will gar nicht in die Box nehmen mehr, aber hey, fahren wir trotzdem rein. Oh, Leute. Kriege ich jetzt meine Box? Nein, ich bleib draußen. Inside. Ach, boah, alle sind reingekommen. Ich bin jetzt mit vorne. Oha. Es wird kein Sieg, darauf gehe ich gar nicht ein, aber man kann ja mal gucken, was man rausholen kann jetzt aus der Position. Ich habe jetzt halt angefahren, Reifen ist das Problem, aber naja, die Gegner sind jetzt halt ich muss komplett meine Position innen verteidigen. Mistrader, mach keine Scheiße. Grundsätzlich macht hier keiner bitte eine Scheiße. Ich bin gerade schön weit vorne. Und alle überholen sie mich. Schieb mich doch noch länger an, Junge! Ich bin viel zu langsam auf der Gerade mit dem Wagen. Ich will echt Upgrades drin haben. Lass mich mal kurz bitte rein. Junge, geh weg! Oh, shit! Oh, Gott. So, jetzt haben wir richtig schön viel Speed drauf. Letzte Runde, komm schon! Sieg im ersten Rennen, das wäre ja mal wirklich so Bombe. Und das auch nur dank geilen Crash-Strategie, das ging falsch. Es gibt keine gelbe Flagge mehr, glaube ich, in der letzten Runde, wenn ich das im Kopf habe. Wenn da jetzt jemand hinten Scheiße baut, ne, dann gibt's. Hör auf mich zu schieben, lass es, geh weg! Ey, der schiebt einfach eiskalt auf meine Stoßstange, was soll der Müll? Kurz den Sieg nach Hause hier beim ersten Rennen. So sieht's aus. Mach mich glücklich. Komm schon. Alter, wäre das jetzt geil. Direkt im ersten Rennen Sieg. Yes. Woo. Way to go, buddy. Great job. Awesome, buddy. 347.000 verdient. We can expect a good bonus after that. Nice work out there, man. That was awesome, buddy. You just earned a place on the front row for the Great American Race. Good news, you earned some extra credits by winning a contingency award. You win contingency awards for achieving certain things during a race weekend. Check out the earnings breakdown option to see more. Okay, dann gucken wir nochmal auf die earnings breakdown option. Prize, $250,000. Boah, nicht schlecht. Das hat sich gelohnt, ne, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir mal richtig ordentlich Geld auf dem Konto.
Das direkt nach dem ersten Rennen. Na gut, wir hatten einen Neustart, aber muss ja mal so sehen, ey. Heftig. Hat mich der letzte Dreher hat mir dann sogar noch was gebracht. Muss mich aber dem Speed-Typen ja mal bedanken. Gut, nächstes Mal gehen wir dann weiter. Dann geht's ja zu Daytona 500, müsste das dann sein, was uns als nächstes erwartet. Yep. Daytona 500. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich immer mal ein Like freuen. Ich bin damit 5, bin raus und nächstes Mal wieder bei NASCAR The Game 2013. Haut rein, bis dann. Ciao.